bei der Challenge für diese Woche. Zum Abschluss, das heißt, wir wollen nochmal alles vereinen, was wir gemacht haben. Das heißt, in Ronaldo und unseren eingesprungenen Kontakt, ganz wichtig. Und ein bisschen Koordination noch dazu. Dafür brauchen wir zwei Wände, das ist ganz wichtig. Und zwar brauchen wir diese Wand hier drüben und diese Wand hier drüben. Das heißt, neben uns die Wände, nicht vor uns. Und wir brauchen zwei Hütchen oder Hütchen-ähnliche Gegenstände. Natürlich unseren Ball. So, wir fangen vorne an, stoppen den Ball und schauen auf die Seite und machen dann wieder Taps auf den Ball, also wieder fünf Stück, wie letztes Mal, das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, machen jetzt aber kein Ziel vorlegen, sondern spielen gegen die Wand, warten, bis der Ball zurückkommt und springen dann hinter dem Hütchen in einen eingesprungenen Kontakt. Also ich spiele gegen die Wand, Ball kommt zurück, hopp, eingesprungener Kontakt, gleich in den Ronaldo. Mach eine Sohlenwende, kann den Ball hier vorne wieder stoppen. Mach wieder 1, 2, 3, 4, 5 Tap-Schritte. Tap-Sprünge, Spiel gegen die Wand. Eingesprungener Kontakt, Ronaldo, Sohlenwende, Fuß gleich drauf und können gleich weitermachen. So, jetzt zeige ich es noch einmal ein bisschen schneller, dass wir ein bisschen Dynamik sehen können. Wir fangen an mit unseren Schrittsprüngen auf den Ball. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4, 5. Spielen gegen die Wand, Ball kommt, einspringen, Ronaldo. Sohlenwende stoppen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder spielen gegen den Ball. Einspringen. Ronaldo. Sohlenwende stoppen. Und können dann hier gleich wieder weitermachen. Dass wir hier wieder nochmal Kontakt einspringen. Noch ein Ronaldo. Sohlenwende stoppen. 1, 2, 3, 4, 5. Wand. Einspringen. Ronaldo. Sohlenwende. Und stoppen. Das Ganze würde ich so lange probieren, bis ich mich wohl damit fühle, bis ich die Übung ein bisschen verstanden habe. Dann auf jeden Fall wieder 4x4 Runden, das heißt 4 Durchgänge mit jeweils 4 Runden. Eine Runde ist fertig, wenn wir wieder hier vorne ankommen, nach der Sohlenwende, die wir hier am Ende machen, den Ball einmal stoppen, dann haben wir eine Runde geschafft. So, jetzt haben wir noch eine kleine Variante für euch von unserer Abschluss-Challenge. Die wir auch noch probieren können. Wir haben jetzt hier so ein kleines Pendel, dafür brauchen wir nichts außer die Wände neben uns. Wir fangen hier vorne an, haben den Ball auf der rechten Seite von uns liegen und machen wieder 5 Schrittsprünge auf den Ball, wie wir es vorhin schon gemacht haben. Das heißt, wir machen wieder 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir mit dem rechten Fuß eine Sohlenwende. Da ist ganz wichtig, dass wir uns komplett mit unserem Oberkörper drehen. Das heißt, wir ziehen den Ball, oder? Dass wir ziehen den Ball, drehen uns komplett und springen dann in eine Schussfinte. Ja? Funktioniert nur, wenn wir unseren Oberkörper komplett drehen. Also nochmal, Sohlenwende, hopp, Schussfinte, spiele den Ball gegen die Wand, springe beim ersten Kontakt nach vorne und mache einen 10-Fußwechsel auf die andere Seite, stoppe den Ball, fange mit einem Tippelschritt an, 2, 3, 5, jetzt linker Fuß Sohlenwende drehen, rechter Fuß Schussfinte einspringen, gegen die Wand, nach vorne, Fußwechsel. So, jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen schneller, wie es in der Bewegung aussieht. Also, wir fangen an. 1, 2, 3, 4, 5. Hopp. Sohlenwende. Schussfinte. Spiele. Drehen. Einspringen. Fußwechsel. Stoppen. 1, 2, 3, 4, 5. Und Sohlenwende. Schussfinte. Spiele. Drehen. Einspringen. Fußwechsel. Stoppen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 5 mal, Sohlenwende, hopp, Schussfinte, spielen, nächstes Stück, einspringen, Fußwechsel und letztes Mal, 1, 2, 3, 4, 5, Sohlenwende, Schussfinte, spielen, einspringen und fertig. So, wir merken, es geht ganz, ganz schön intensiv, so ein kleines Pendel aufgebaut, hier würde ich auch 4 Runden machen, wo wir jemals 3-mal vielleicht auf einer Seite sind, das heißt 4-mal 6 insgesamt, also 3 auf jeder Seite oder 4x3, wenn wir eine ganze Runde sehen, wie wir es haben wollen. Und das auf jeden Fall üben. Zwischen den Runden wieder ein bisschen Pause machen, dass wir zwischendrin Gas geben können. Genau, viel Spaß. Eieieiei, haben wir es noch geschafft für heute.